kommt dran? Wer 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 kommt dran? Ach, lieber Schreck, so was. Ich glaube, ich bin dran, Herr Oberst. Gut, also ablehnen. Ablösen zu Befehl. Ablösung folgt. Befehl ist ausgeführt, Herr Oberst. Gut, weiter singen. Weiter singen. Entschuldige. Entschuldige bitte. Hey, was ist das für ein Gekreische? Es ist gleich 8. Ich weiß, dass es gleich 8 ist, Felix. Weißt du eigentlich, was du tust? Ich nehme das Hausrecht wahr. Das ist meine Wohnung, mein Sofa, mein Fernseher. In genau einer Minute geht der Kampf los. Basta. Aber Oskar, wir wollten uns doch Eloise und Abelard ansehen. Boxen die auch heute? Eloise und Abelard ist eines der berühmtesten Liebespaare des frühen Mittelalters, wie jedermann weiß, außer dir. Darf ich dich an unser Abkommen erinnern? Montag, Oskar bestimmt das Programm. Dienstag, Oskar bestimmt Mittwoch, Dito. Donnerstag schon wieder Oskar. Freitag, Felix bestimmt das Programm. Ein Glückspilz, dieser Felix. Einen ganzen Abend in der Woche bestimme ich. Felix, wir tauschen. Nächste Woche kriegst du 2 Abende. Ich will keine 2 Abende in der nächsten Woche. Eloise und Abelard gibt es nur heute. Ich muss aber den Kampf ansehen. Als Wiederholung. Du hättest ihn schon gestern sehen können. Wie denn, was denn? Ich war ja dort. Wo? Bei dem Kampf, der gleich im Fernsehen läuft. Aber ist das dein Ernst? Du hast ihn schon gesehen? Im Fernsehen noch nicht. Also das ist ja wohl das Egoistischste, was ich je von dir gehört habe. Ehrlich? Wie oft hast du schon Hamlet gesehen? Zum ersten Mal 1946 mit Gonkins, dann noch also ein Dutzend Mal schon. Ein hoffnungsloser Fall. Aber nie im Fernsehen. Den Boxkampf habe ich auch noch nicht im Fernsehen gesehen. Dein kulturelles Niveau liegt unter dem eines Pavians. Schluss! Wir sehen uns Eloise und Abelard an. Nein, wir sehen uns den Kampf an. Ende der Diskussion. Was ist eigentlich so toll an dieser Boxerei? Geschmacklos. 2 erwachsene Männer schlagen sich zu Brei. Für Geld. Wenn du noch einmal darauf drückst, Felix, wird ein erwachsener Mann dich hier zu Brei schlagen. Umsonst. Ja. Ich werde mein Zimmer essen. Werde mein Demosthenes nehmen und früh zu Bett gehen. Aber bitte mich nie wieder um einen Gefallen. Hörst du? Ich komme schon allein zurecht. Verdammt, was? Wie kommst du eigentlich mit der Stromrechnung zurecht? Was? Warum hast du mir nichts davon gesagt? Sie steht auf dem Spiegel im Badezimmer. Du warst zu lange nicht dort. Bevor du kamst, habe ich niemals im Leben eine Rechnung vergessen. Ich kam nach Haus, wann ich wollte. Ich habe meine Schuhe ausgezogen, wo ich wollte. Ich habe gegessen, was, wann und wie ich wollte. Und ich habe den Fernseher angestellt und habe mir angesehen, was ich sehen wollte, wenn ich etwas sehen wollte. Versuchst du damit anzudeuten, dass es wünschenswert wäre, wenn ich aus deinem Leben verschwinde? Nein, Felix, ich deute es nicht an. Ich schlage es auch nicht vor oder weise diskret darauf hin. Nein, Felix, ich bestehe darauf. Oskar, du stehst auf einer Gewürzgurke. Und in diesem Moment trete ich diese Gewürzgurke tief in den Teppich hinein. Wenn du dich davon erholt hast, verlass bitte meine Wohnung und komm nie mehr wieder. Der Chefredakteur lässt bitten. Kommen Sie rein, Martens. Sie sehen ja furchtbar aus. Und das für eine Begrüßung, Sie sehen ja furchtbar aus. Das ist ein Kompliment. Sie sehen besser aus als gestern. Was kann ich für Sie tun, Chef? Was wissen Sie über das Theater? Was ich über das Theater weiß? Alles. Kennen Sie Felix Unger? Das Theater steht mir schon beim Frühstück bis hier. Wenn ich nur vergesse, mir die Füße abzutreten, guckt er mich an wie Frankenstein mit Zahnschmerzen. Genau wie meine Frau. Und die sieht wirklich aus wie Frankenstein. Was wissen Sie über Fledermaus? Den Theaterkritiker. Ja, den kenne ich. Ein sehr guter Mann. Ich habe ihn gefeuert wegen Trunksucht. Naja,
Gewisse Zweifel hatte ich schon an der Fledermaus. Wir stehen jetzt ohne Theaterkritiker da. Sie meinen doch nicht etwa... Oh, nein. Ich bin Sportreporter und vom Theater verstehe ich gar nichts. Nur einen Monat, bis der neue Mann da ist. Sie kriegen Ihr Gehalt und das des Theaterkritikers zusätzlich. Schon überredet. Wann fange ich an? Schon wieder Geldschwierigkeit? Das würde ich nicht unbedingt sagen. Wie würden Sie denn sagen? Können Sie mir einen Vorschuss geben? Wofür diesmal? Pferde, Frauen, Poker? Sie haben die Stromrechnung vergessen. Sie haben die Stromrechnung nicht bezahlt? Seit 6 Monaten nicht. Also gut, erst die Arbeit, dann der Vorschuss. Und ich arbeite im Dunkeln. Sie sind ein wirklicher Freund, Chef. Das weiß ich. Werden Sie es schaffen? Was glauben Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben? Tief, tief in mir, hier, bin ich tiefsinnig. Gestern Abend zum Beispiel habe ich darauf bestanden, dass Felix sich das Schauspiel im Fernsehen ansieht. Wenn es um Kultur ginge, müsste der erst mal bei einem Pavian Nachhilfestunden nehmen. Aber was für ein Stück lief denn? Ah, wissen Sie, dieses, Ibulis und Hallabad. Ah, wer? Bist du nicht der Ernst? Sie haben noch nie von diesen zwei berühmten Liebenden des frühen Mittelalters gehört, die so berühmt sind für ihre berühmte Liebe? Ach, die beiden. Ja. Sie könnten der richtige Mann sein. Abmarsch zur letzten Inszenierung der neuen Bühne im Schauspielhaus. Hier sind die Karten. Warten auf Godot. Gut. Ich warte dann in der Bar, bis er kommt. Das Stück heißt Warten auf Godot. Ach so, natürlich. Das Stück heißt so. Kleiner Scherz. Tag, Felix. Ich habe mich von ihm getrennt, Blanche. Diesmal für immer. Oh, willkommen im Club. Ich halte das nicht mehr aus mit deinem Verflossenen. Er ist schmutzig, egoistisch, arrogant, idiotisch. Ey, das ist mein Text. Warst du wirklich 15 Jahre lang mit ihm verheiratet? Und 3 Monate, 4 Tage, 6,5 Stunden, ja, so ungefähr. Also ich halte das nicht mehr aus. Das hast du schon gesagt, aber was hat das mit mir zu tun? Ja, ich weiß bloß nicht, wo ich sonst hin sollte. Und da habe ich mich gefragt, ob ich nicht vielleicht hier bleiben könnte. Nein, aber komm erst mal besser rein. Hier im Haus mögen Sie keine Leute, die den Flur verstopfen. Vielen Dank, Blanche. Vielen Dank. Und Sie mögen auch keine Leute, die hier zur Untermiete wohnen. Naja, aber ein paar Tage kann ich doch bleiben, bis ich was Anständiges gefunden habe. Ich habe aber keinen Platz für dich, Felix. Mhm. Ja, aber ist das nicht eine Wohnung mit 2 Schlafzimmern, Blanche? Ja, aber die Katze schläft in dem feinen Schlafzimmer. Miet, 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 miet. Hm? Würdest du den Zimmerchen mit mir teilen? Hm? Für eine Woche oder zwei? Hm? Hast du nicht von ein paar Tagen gesprochen? Oh, ein paar Tage halte ich die Katze schon aus. Lass das Bild so, wie es war. Oh, Verzeihung. Manchmal frage ich mich wirklich, ob ich nicht besser Schluss mache mit allem. Also 3 Tage, aber nicht eine Stunde länger. Danke, Blanche. So, und jetzt los. Was willst du zum Abendessen? Das ist ein beispielloser Mist. Das Stück war eben schlecht. Ich rede nicht von dem Stück. Ich meine Ihren Bericht hier. In der 2. Halbzeit. Meinen Sie etwa den 2. Akt? Ja, schon. Ich wollte sowas Unanständiges nicht hinschreiben. Akt. Wir sind doch ein seriöses Blatt, oder? Und dann steht dieses Leichtgewicht auf der Bühne herum und lässt sich nicht anspielen. Schwerfällig in der Körperarbeit, zu unbeweglich in der Distanz. Man hat dem Stück mit diesem Einsatz keinen Gefallen getan. Der Retoucheur hätte besser das Handtuch geworfen. Martens, das war eine Theaterpremiere. Kein Fußball, kein Boxen. So etwas kann ich ja nicht einmal auf der Fernsehseite bringen. Das hat keinen Sinn. Sie gehen zum Sport zurück. Chef, das Spiel ist doch noch neu für mich. Was haben Sie denn beim ersten Wurf erwartet? Einen Joachim Kaiser? Sie gehen zum Sport zurück. Noch eine Chance. Ich brauche das Geld wirklich. Also gut. Diese eine Chance sollen Sie haben. Aber
wenn Sie es nicht schaffen. Hier haben Sie zwei Karten für die Premiere. Geben Sie mir die Kritik durch, aber vor Mitternacht. Gut. Soll ich ein Funkgerät mitnehmen? Nehmen Sie mit, was Sie wollen. Von mir aus Ihren ungebildeten Zimmernachbarn. Aber kommen Sie mir nicht ohne brauchbare Kritik wieder. Felix mitnehmen, nur über meine Leiche. Felix. Natürlich. Felix. Felix. Felix! Felix! Hey! Verdammt nochmal, wo steckt er denn? Wenn man den schon mal braucht. Nicht mal aufgeräumt hat er, dieser Rohling. Lieber Oskar, du hast mich gebeten zu gehen, also bin ich gegangen. Ich werde mir einen zivilisierten Platz aussuchen, wo man mich wie einen Menschen behandelt. Suche mich nicht. Ich habe noch ein Gulasch für dich gekocht. Es steht auf dem Herd. Um das hier abzuwischen, brauchst du ein sauberes Küchentuch. Oberste Schublade links, Küchenschrank. P.S. Bezahle den Wäschemann für 2 Wochen, wenn er kommt. Der ist also wirklich gegangen. Naja, wer braucht den schon? Wo kann er sein? Wohin kann er gehen? Nach Hause zu seiner sympathischen Frau. Bloß Gloria lässt sie nicht rein. Aber Blanche. Aber meine sympathische Frau. Hallo Blanche, wie geht's dir? Ich wollte nur mal fragen, ob der liebe Felix da ist. Er ist nicht da. Und selbst wenn, wird er nicht zu dir zurückkommen. Und da steh dich hier zu erscheinen. Komm rein, ich hab dich erwartet. Wo ist er? Wo ist wer? Ich will ihn wieder haben. Ah, ich weiß, dass er hier ist. Alle Bilder hängen gerade. Mein Gott, er hat es wieder getan. Ich hab's doch gewusst. Sehr gut, Sherlock Holmes. Er ist hier, na und? Felix, komm raus! Er will dich genauso wenig sehen wie ich, Oskar. Auf Wiedersehen. Wenn das so ist, dann gebe ich auf. Tschüss! Eine Landplage, dieser Mensch. Oh, hallo, Oskar. Spar dir dein Hallo, Oskar. Wenn ihr euch prügeln oder unterhalten wollt, gehe ich so lange raus. Ich lese ein bisschen, zum Beispiel den Stromzähler. Nein, Oskar. Warum nicht? Diesmal ist es endgültig. Kaputt, fini, Schluss, aus. Felix. Nein. Halt den Mund. Du hast deinen Trennungsschmerz gehabt, also komm nach Hause. Ich sagte nein, Oskar. Niemand kann mit Blanche leben. Ich konnte nicht mit ihr leben und sogar die Katze hält es nur mit starken Beruhigungsmitteln hier aus. Was soll das? Wieso bin ich plötzlich so wertvoll? Weil du mir etwas schreiben solltest. So eine... Schreiben? Was? Ja, so eine... Ein Brief an meine Mutter. Sie macht sich Sorgen um dich. Ich wusste gar nicht, dass du eine Mutter hast. Nicht einmal, dass du je eine hattest. Aha, das ist gut. Auch das, Felix. Ich vermisse deine Scherze. Wovon sprichst du eigentlich? Du darfst dir im Fernsehen jeden Tag ansehen, was du willst. Jeden Tag. Montag Felix, Dienstag Felix, immer Felix. Oh, das ist sehr nobel von dir. Ich stehe in deiner Schuld. Du kommst also mit? Nein. Ist das dein letztes Wort? Ja. Gut. Aus. Damit du siehst, wie gern ich dich trotzdem habe. Hier sind 2 Theaterkarten für morgen Abend. Nimm einen Freund mit. Donnerwetter.
Bernhard Thomas Rübsamen. Viel Glück, Felix. Und versprich mir, dass du hingehst. Ja, bei Bernhard Thomas Rübsamen, da kann mich nichts zurückhalten. Im Büro? Nein. Das macht nichts. Komm, setz dich erstmal hin. Ich hab dir einen Cocktail gemixt. Felix, demnächst bringst du mir sicher noch Pantoffeln und Pfeifen. Oh, doch, wenn es dir nichts ausmacht, bitte nicht in diesen Sessel. Ja, warum nicht? Ich habe den Velour etwas gereinigt. Er ist noch nicht ganz trocken. Ah, verstehe. Oh, da bitte auch nicht hinein. Die Katze hat einen kleinen Unfall. Pinky, was soll das heißen? Sie ist sehr gut erzogen. Nein, nicht so. Als ich Staub gesaugt habe, da habe ich gedacht, sie ist ein Kissen. Und dabei ist ihr der Schwanz ein wenig ins Rohr geraten. Oh nein. Nein, nicht sehr weit, ich konnte wieder rausziehen. Komm, setz dich dahin. Weg von der Zugluft. Aber es zieht doch gar nicht. Ja, eben. Hattest du einen angenehmen Tag im Büro? Das fragtest du schon. Ja. Felix, wo willst du damit hin? Ich stelle sie nur in den Küchenschrank, wo sie hingehören. Woher weißt du, wo meine Schuhe hingehören? Aha, du schnüffelst in meinen Sachen rum. Aber nicht doch. Ich habe nur ein bisschen Ordnung gemacht. Stell die Schuhe hierher. Ja. Gut. Der Cocktail. Ausgezeichnet. Ja. Der Sessel? Oh, großartig. Mhm. Hm? Trink einen mit, entspann dich. Nein, nicht während ich koche. Kochen? Was kochst du denn? Das ist eine kleine Überraschung. Hast du den Tisch nicht gesehen? Hm? Mein Gott, du hast ja alles umgestellt. Wozu brauchen wir so viele Gläser? Für die Weine, für jeden Gang ein. Ich habe drei verschiedene besorgt, von denen ich glaube, dass sie dir zusagen werden. Eine kühlt gerade. Einer wird gerade warm, der dritte atmet. Das hört sich mehr nach Oskars Freundin an. Das ist ein Scherz, nicht? Gut, sehr gut. Du hast umsonst gekocht. Heute Abend gehe ich schwimmen und ich esse nie vor dem Schwimmen. Verstehe. Bist nicht böse, hm? Ich? Nein, überhaupt nicht. Ich stehe nur 3 Stunden am Herd. Kein Grund für diesen Ton, Felix. Du musstest ja nicht kochen. Wenn wir jetzt nicht sofort essen, dann ist es in genau 3 Minuten verdorben. Oh Gott, und ich dachte immer, Gloria wäre uneinsichtig. Sie hat mich rausgeworfen. Deine Frau hat mich einfach rausgeworfen. Ja, daran hat sie Übung. Tja, wie geht's denn so? Oh, gut. Sehr gut. Alles ist aufgeräumt. Tja, ich komme noch einen Sprung vorbei. Wollte mal sehen, wie es dir so geht. Bestens. Tja, dann gehe ich mal wieder. Hast du eine feste Wohnung gefunden? Ja, am anderen Ende von, gleich hinter dem, na, du kennst ja die Stadt. Ne? Ah, da. Ja, da wird's dir sicher gefallen. Ja, das glaube ich auch. Die Miete ist vernünftig, Erdgeschoss. Komplett modern eingerichtet, also ich kann es kaum abwarten. Felix, komm rein. Danke, Oskar. Ist merkwürdig.
Alles sieht kleiner aus, wenn man weg war. Bevor du den Mantel ausziehst, Felix, möchte ich noch etwas sagen. Natürlich willst du nicht bleiben, aber mal angenommen, du würdest bleiben. Dann hätte ich so ein, zwei Bedingungen, die ich erst mal loswerden möchte. Was für Bedingungen, Oskar? Erstens, kein Sommer-, Herbst-, Winter- oder Frühjahrsputz. Zweitens, keine Nörgeleien mehr, wie zum Beispiel, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Oder wann hast du denn zum letzten Mal dein Hemd gewechselt? Drittens. Oskar, ich bin noch nicht fertig. Drittens, keine Unterbrechung. Viertens, keine Diskussion um den Fernseher. Der Hausherr bestimmt. Der Hausherr bin ich. Irgendwelche Fragen? Derjenige, der hier einzieht, wird das alles sehr fair finden. Unterschreib. Unterschreiben? Ich? Heißt das, ich darf zurückkommen? Unverfroren. Unterschreiben, ja. Richtig. Danke, Oskar. Danke. Bitte? Wir zwei. Schön, wieder hier zu sein. Leg den Staub da wieder hin. Wie bitte? Das ist ein klarer Verstoß gegen Artikel 1 des Abkommens. Verzeihung. Ich habe ein paar Kleinigkeiten zu essen mitgebracht. Oh! In diesen Tüten befindet sich ein siebengängiges Abendessen. Jeder Teller mit Alufolie eingepackt und noch warm. Ich habe diese kulinarische Orgie für eine Dame komponiert, die es vorzog, schwimmen zu gehen. Mein Einstand, Oskar. Felix, du bist wunderbar. Ja, ich decke nur schnell den Tisch. Moment! Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Wie spät? Wieso? Wie meinst du das? Die Theaterkarten. In einer halben Stunde geht der Vorhang hoch. Ach, richtig, richtig, richtig. Bernhard Thomas Rübsam. Aber soll ich denn wirklich gehen und dich bei unserer Feier allein lassen? Und wie du sollst, bitte. Wir frieren den ganzen Kram hier ein. Mach schon. Es wird dich begeistern. Tschüss. Einfrieren. Du bist ein Barbar, Oskar. Nein, weißt du was? Wir machen was ganz Unvernünftiges. Wir lassen das ganze Zeug vergammeln und du kommst mitten ins Theater. Nee. Ich kann den Mist nicht vertragen. Also, beweg dich und komm vor Mitternacht zurück. Ich verstehe dich nicht. Macht nichts, verstehe ich ja kaum. Viel Vergnügen. Ui. Übrigens, trinkt den Chateau Lafitte keinesfalls zur Bouillabaisse. Raus! Wie war das Stück? Kommt zwei Stunden zu spät nach Hause, putze ich eine halbe Stunde die Zähne. Wie war das Stück? Nicht schlecht. Nicht schlecht? Ist das alles nicht schlecht? Und sonst hast du mir nichts zu sagen? Wieso? Interessiert dich das denn? Da arbeitet ein Mann jahrelang in schrecklicher Einsamkeit und alles, was du für ihn übrig hast, ist ein mickriges Nicht schlecht. Hat dieser Schriftsteller nicht das Recht auf eine ernsthafte Auseinandersetzung? Etwas mehr Achtung vor einem Künstler. Du beschämst mich. Setz dich auseinander. Erzähl mir etwas über das Stück, Felix. Du willst was über das Stück hören? Ja, alles. Ja, in Ordnung. Also, es hat in den letzten Jahren innerhalb des modernen Theaters eine bemerkenswerte Entwicklung stattgefunden. Wenn wir mal postulieren, dass neue dramaturgisch-epische Formen zum ersten Mal im Brechts-Expressionismus auftauchten, während der innovative Charakter des bürgerlichen Dramas... Du, wenn du beim Bauerntheater angekommen bist, wächst du mich bitte. Was ist denn los? Ich möchte etwas über dieses Stück hören, Felix. Ja, aber ich versuche doch nur, dir eine Entwicklung zu verdeutlichen. Sieh mal, was Sternheim und Toller schon in den 20er Jahren versucht haben. Ist was nicht in Ordnung? Entweder du sagst nur nicht schlecht oder du haust mir deine ganze Bildung um die Ohren. Versuch doch mal, es wie in einem Artikel zusammenzufassen. Wie in einem Artikel? Also gut, wie in einem Artikel. Ich glaube, dass es sich bei diesem Stück um den ambitiösen Versuch handelt, die Geschichte Deutschlands symbolisch, symbiotisch, auf einer anderen,
Bewusstseinsebene darzustellen. Den Einfall, Wiesbaden durch 6 Zwerge verkörpern zu lassen, möchte ich als archetypisch bezeichnen. Das Bühnenbild war magisch, der Text von virulenter Realitätsbezogenheit. Realitätsbezogenheit. Die Darsteller führten vor. Anstelle von realer Darstellung wurden Denkanstöße transzendentiert. Insbesondere Gregor Dunkel in der vielschichtigen Rolle der Apathie machte das deutlich. Iselore Hauenschild war Narzissa. Das interessante Gesicht sinnlicher Ausbeutung. Nachtredaktion. Hallo Gustl, hier ist Oskar. Ja, ich komme gerade aus dem Theater. Der neue Bernhard Thomas Rübsamen. Riesenerfolg. Der Applaus war mindestens so lang wie sein Name. Es handelt sich um den ambitiösen Versuch, die Geschichte Deutschlands symbolisch, symbiotisch auf einer neuen Bewusstseinsebene darzustellen. Host me. Der Einfall, Wiesbaden durch 6 Zwerge verkörpern zu lassen. Oh, morgen, mein Lieber. Nett, Sie zu sehen. Warum setzen Sie sich nicht? Kommen Sie doch. Danke. Also? Danke. Ehre, wem Ehre gebührt. Das war wirklich eine glänzende, eine saubere Arbeit. Danke, danke. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie diesen Job noch eine ganze Weile behalten. Das ist sehr großzügig von Ihnen, Chef. Außerdem steckt eine Menge Geld für Sie drinnen. Hier sind die 2 Karten für heute Abend. Machen Sie nur weiter so. Theaterkarte für heute Abend. Wenn ich nicht da bin, sollen die immer schon anfangen. Heute bin ich nicht ins Theater. Wieso? Du liebst doch das Theater. Natürlich liebe ich das Theater, aber seit 3 Wochen jeden Abend. Ich bin müde und schon ganz durcheinander. Und schließlich habe ich noch einen Beruf. Beamter. Nur noch eine Woche. Wieso denn das? Weil der Typ, der mir die Karten besorgt hat, der... Ja, was ist denn mit ihm? Also, der stirbt, nicht? Ich gebe ihm nur noch eine Woche. Der Ärmste. Aber du hast recht, wir haben ein paar gute Stücke gesehen. Ja, ja. Besonders das am Mittwoch, diese Musical-Fassung von Hamlet on Ice. Jetzt hast du gesagt, du fändest es scheußlich. Naja, also das Happy End mit den 3 nackten Ophelias hat mich nicht überzeugt. Aber der erste Monolog mit den tanzenden Skeletten, das war wirklich gut. Schade, dass sie es so früh abgesetzt haben. Wenn es dir gefallen hat, dann hättest du es sagen müssen. Sag mal, wer schreibt eigentlich im Moment eure Theaterkritiken? Hm? Ja, warum steht nie ein Name drunter? Weil, also, der Mann hasst Popularität, ist ziemlich schüchtern. Also, das verstehe ich ja überhaupt nicht. Der ist wirklich gut.
In die Kritik von gestern Abend. Jawohl. Äußerst scharfsinnig. Er wird seine Meinung in ein paar Tagen ändern. So, ich geh mich jetzt rasieren. Ich wollte, ich könnte so schreiben. Ich hau ab. Sehr gut. Sehr gut. Ja, hallo? Na, Oskar ist im Moment beschäftigt. Kann ich ihm was ausrichten? Ja, ich soll ihm sagen, dass die Premiere, über die er schreiben soll, heute schon um 7:30 anfängt. Er soll nicht zu spät kommen. Gut, ich sag's ihm. Wiederhören. Sprechen. Was gibt es denn? Ein Anruf für dich. Dein Chefredakteur. Au! Geschnitten. Chefredakteur? Was will er denn? Oh! Nur eine Kleinigkeit. Die Premiere geht heute Abend schon um 7:30 los. Du weißt schon, über die du die Kritik schreiben sollst. Oh, ja, Du, soll ich dir mal was Lustiges erzählen, was vor ein paar Tagen in der Zeitung passiert ist? Ich weiß, was passiert ist. Du dachtest, du könntest dir nebenher noch was dazu verdienen, wenn du deinen Freund jeden Abend Stücke kritisieren lässt. Felix, es hat wirklich nichts mit Geld zu tun. Ach, du wirst nicht dafür bezahlt? Nun, ja, doch. Der Chefredakteur hat mich dazu gezwungen. Sieh mal, ich wollte es erst ja gar nicht weitermachen, aber dann hat Ihnen meine Kritik mit den 6 Zwergen so gut gefallen. Deine Kritik? Ja, gut, deine Kritik. Sie gefiel Ihnen so gut, dass ich weitermachen musste. Ich konnte es einfach nicht ablehnen. Pfui Teufel. Du hast mich benutzt. Du hast mein Gehirn ausgebeutet. Warum hast du mir nicht die Wahrheit gesagt? Weil du der Mann, der keinen Gefallen mir tut, warst, wenn du dich vielleicht erinnerst. Sehr richtig. Und in Zukunft werde ich dir überhaupt nichts mehr sagen. Auch wenn du mich nach dem Wetter fragst. Nichts! So unersetzlich bist du auch wieder nicht. Ich habe in den letzten 14 Tagen eine ganze Menge dazugelernt. Ich schaff's schon alleine. Wiederaufführung von Homulus der Stumme. Von Jean-Claude Degu. Ich werde's schon alleine schaffen. Du blutest hier. Das ist mein Blut. Blute, wo ich will. Aber sicher wär's dir angenehmer, wenn ich ein bisschen für dich blute. Hä? Pö! Felix, hör endlich auf. Ich versuche, dieses Stück zu lesen. Oh, man liest jetzt neuerdings Stücke sogar verkehrt rum, ausgesprochen clever. Was, dieses Werk sollst du kritisieren? Ich weiß genau, was ich mache. Ich hab den Text schon voll im Griff, bevor ich hingehe. Du verstehst doch kein Wort. Na, sie schreibt hervorragend. Sie? Wer ist denn sie? Die Autorin. Jean-Claude... Es wird Jean-Claude Degoutant ausgesprochen. Ist doch egal. Was ich schreibe, muss ich doch nicht aussprechen können. Oskar, Jean-Claude ist ein Mann. Und dann ist es eben ein Mann. Jeder hat Fehler. Du weißt, dass es so nicht klappt. Was soll das heißen? Ich bin begeistert von der Aussage des Stückes. Es kommen hervorragende Charaktere darin vor, zum Beispiel hier, dieser Ex-Freund. Ex-Seehund ist eine Bühnenanweisung und heißt, Sie gehen ab. Aber lass mich doch alleine. Warum ausgerechnet Homulus der Stumme? Warum nicht My Fair Lady? Wie viel willst du für eine Kritik haben? Du bist geschmacklos. Gut, ich bin geschmacklos, aber ich bin auch verzweifelt. Die lacht mich doch aus in der Zeitung. Das ist schlimm. Für dich. Ich rufe die Redaktion an und gebe alles zu.
Ich werde schon drüber hinwegkommen. So in 6, 7 Jahren. Aber deine Kritiken werden sie vermissen, Felix. Niemand schreibt so wie du. Oskar, jetzt mach mal einen Punkt. Wirklich? Die treiben schon einen richtigen Kult mit deinen Kritiken. Den Chefredakteur bitte. Sogar der Herausgeber persönlich hat mir gratuliert. Er hat gesagt, sowas liest man sonst nur in Theater heute. Ja, zugegeben, dieses Blatt hat mich ein wenig beeinflusst. Ich kann nicht mit ansehen, wie du diese Macht einfach aufgibst. Was für eine Macht, Oskar. Was über Theater geschrieben wird, ist doch längst wichtiger als das Theater selber. Du bestimmst den Trend. Ich bestimme den Trend? Du hast Macht über Leben und Tod. Aber das ist ja furchtbar. Wieso denn das? Ja, zum Beispiel das Stück am Mittwoch, das ich nicht mochte. Jetzt haben sie es abgesetzt. Es war außer Abonnement. Ich habe es abgesetzt. Richtig, Felix. Und warum hat es dir nicht gefallen? Ja, weil ich Zahnschmerzen hatte. 37 Schauspieler haben vergebens gearbeitet mit eines lächerlichen Weisheitszahnes. Ich bin ein Rohling, ein dünkelhafter... Und was ist mit dem vom Montag? 81 Schauspieler. Und es läuft noch. Und nur weil du gesagt hast, es hat Saft und Kraft. Wirklich? 81 weniger 37. Du hast 44 Schauspieler Vorsprung. Naja, am Montag hatte ich auch keine Zahnschmerzen. Also, wie ist es? Schreib du die Kritiken und du kriegst die Hälfte vom Geld. Wir machen halbe-halbe. Halbe-halbe? Wofür ist denn deine Hälfte? Ich hab den Job besorgt. Oder also, nicht? Also, das ist ja wohl das Anmaßendste, was ich in diesem Leben voller Anmaßung je von dir gehört habe. Ich gehe jetzt in mein Zimmer. Sollte ich dann hören, dass du höflich an meine Tür klopfst und mir kriechend ein einigermaßen annehmbares Angebot machst, dann wäre es vielleicht möglich, dass ich dir zuhöre. Auf Wiedersehen. Herein. Also, ich krieche. Ach, Oskar, da war doch dieser Wisch, den ich unterschrieben habe. Zerreiß ihn. Dann Papierkorb. Entschuldige bitte. Felix, würdest du jetzt bitte gehen und dir mein Stück ansehen? Ich gebe ja zu, dass ich es nicht kann. Meinst du, diese Krawatte steht mir, Oskar? Felix, gehst du jetzt ins Theater? Oder soll ich doch die Braune nehmen? Felix! Heute ist der Tag, an dem ich immer zu Gloria gehe. Tut mir leid. Ah, schon gut. Ein Mann wie du muss sich diesen Bockmist ja gar nicht ansehen. Der kann ja diesen Käse aus dem Ärmel schreiben. Käse, Oskar? Ja, schon gut. Ich meine nicht Käse. Und was das Geld betrifft, wie wär's mit 60-40? Wie bitte? Ja, ein Witz. Ich meine 70-30. Ich würde 80-20 vorziehen. Abgemacht. Und was ich noch sagen wollte. Du bist ein prima Kerl. Du bist dein Geld wert. Ja, das will ich meinen. Brillant, Felix. Einfach brillant. Hildegard Veit konnte sich im zweiten Akt selbst übertreffen. Das ist wirklich originell. Wie konntest du das wissen? Das tut sie immer. Romulus der Stumme wird dem deutschen Theater in dieser Spielzeit volle Häuser bringen. Wenn du nicht dieses Jahr den Nobelpreis kriegst, Felix, dann gibt es keine Gerechtigkeit mehr. Danke, Oskar. Das wird Herr Nobel sein. Ich mach auf. Oh, hallo, Chef. Was führt Sie her? Ihre Kritik, Marz. Ja, ist sie nicht toll? Ich habe sie gerade gelesen. Ich meine, wieder gelesen. Treten Sie ein. Ein schöner, ein dramatischer Artikel. Nur nicht ganz so dramatisch wie auf der Titelseite! Was steht denn da? Neues Schauspielhaus während des ersten Aktes von Degoutons Stück abgebrannt. Publikum und Schauspieler auf wunderbare Weise gerettet. Felix, hast du es gerade gehört? Mein Gott, ich weiß wirklich,
Ich hätte gedacht, dass Sie den Brand in Ihrer Kritik erwähnt hätten. Vielleicht in dem Abschnitt über den zweiten Akt. Also, ja. Sehen Sie. Darf ich Ihnen etwas Toast geben? Ich werde Ihnen etwas ganz anderes geben. Keinen Job! Sie sind entlassen! Sie feuern den falschen Chef. Ich habe die Kritik ja gar nicht geschrieben. Sie haben was nicht? Keine einzige habe ich geschrieben. Felix hat sie geschrieben. Felix, ich möchte dich gerne meinem Chef vorstellen. Oh, hallo. Wie geht es Ihnen? Endlich lerne ich meinen Theaterkritiker kennen. Wenn Sie also jemanden feuern wollen, dann feuern Sie ihn. Was soll das heißen? Er schreibt verdammt gut. Felix, ich möchte, dass Sie den Job übernehmen. Oh, sehr, sehr, sehr freundlich, aber ich bin Beamter beim Bayerischen Landesvermessungsamt. Das war sicher. Es ist wenig Geld zwar, aber sicher. Aber das strengt Sie doch nicht an. Na also, bitte. Außerdem sind Sie am Abend frei. Mhm. Und die Sache wird sehr gut bezahlt. Und als Nebenverdienst beschränkt steuerpflichtig. Gratuliere, Felix. Wir werden bestimmt ein tolles Gespann. Du übernimmst das Theater und ich den Sport. Sie übernehmen gar nichts, Martens. Sie sind rausgeflogen aus beiden Jobs. Leute wie Sie kann ich nicht brauchen. Felix, ich möchte, dass Sie den Sportteil übernehmen, bis ich jemand gefunden habe. Ich? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin überwältigt. Er? Sport? Mir fehlen die Worte. Lassen Sie sich von ihm ein paar schreiben. Schauen Sie morgen mal bei mir vorbei, Felix. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dass dieses Künstlertum rechtzeitig erkannt und die Energie aufgebracht. Was machst du denn, Oskar? Ich will mir das Stück ansehen. Aber in 2 Minuten läuft im zweiten Programm ein Boxkampf. Boxen? Hm? Willst du die Hurricane Schneider ansehen, die alte Flasche? Da steht doch nicht mal 3 Runden durch. Das ist ein blöder Rechtsausleger. Was denkst du das? Ist das politisch? Ach, sag das nochmal langsam, Oskar. Ich sage, er hat keine Chance. Das ist ein Rechtsausleger. Rechtsausleger? Gibt's auch Linksausleger? Also es ist so. Vergiss es, ich sag gar nichts mehr. Na los, Oskar, na komm schon. Nichts zu machen. Halbe, halbe. Nein. Bitte, Oskar. 40, 60. Halt die Schnauze. Oskar. In den Menschen. Bitte. Hineingegangen bin. Nichts als mit dieser Idee allein unter die Menschen. Und du hast dir gesagt, ich werde Schauspielerin. Naturgemäß eine große.